Wenn gleich der Mobs war, müssen wir hier außenrum alles getötet haben, ja. Geben wir noch eine kleine Heilung hier. Dann machen wir den hier nochmal weg. Wir räumen alles auf, ja, so viel wie möglich. Hallo, Kloppen. War spät in der Nacht irgendwas 2 Uhr. Uff. Das ist langer Stream, wenn du morgens raus musst. Mein Problem ist halt, ich brauche so viel Schlaf, ne. Sehr schön. Dann nehme ich hier nochmal den Drink. Gestern 60er habe ich nicht reingezogen. Ne? Habe ich nicht. Heute noch frei wird eine Mammutaufgabe für 20 zu werden. Aber du bist doch schon Level Dings, oder nicht? Hast du nicht schon Level... Graubart. Du musst es irgendwo hier sein. Geh, Grauherz bist du. Ne? 16. Ja, das wird. Das sollte doch werden. Fast 17. Ja, spannend. Pass ganz Ogrimmar war voll. Pass mal auf, wenn ich Level 60 werde. Da will ich mindestens 3 Leute dabei haben, okay? Um cheeren. So. Den hier noch mit. Boah, wisst ihr, worauf ich Bock hätte? Hallo Elrondo. Ich hätte ziemlich Bock auf Paladin Epic Mount, die Quests machen. Die sind nämlich auch ziemlich geil, die Questreihe. Auf 60 irgendwann. Die wäre ziemlich cool. Okay, wir machen hier noch alles, weil hier kommt gleich der Mob raus, ne? Da stehe ich mit der Veneflagge wunderschön. Ich finde das Equipment für die Raids später eher schwierig wie das Leveln, ja. Also Equipment für die Raids wird nochmal nur mal härter sein als nur das stumpfe Leveln. Prebis machen und so weiter. Da brauchst du Metz, genau, die sind relativ teuer. Aber die sind nicht so teuer wie normales Reiten. Ich glaube, normales Reiten ist ein bisschen teurer als Metz. Probleme bei der Mount Quest ist immer, eine Gruppe dafür zu finden. Das kriegen wir hin. Das wird schon irgendwie. Wir brauchen nur ein paar Leute, die sich potenziell opfern würden für meinen Mount. Und wenn wir den, wenn wir das Palamount nicht kriegen, dann farme ich mit dem Tiger. Machen wir das so. Guter Deal, oder? Ohne Palamount machen wir Tiger einfach. So. Edelstein der Schlange. Jetzt kommt das Ding raus. Jetzt kommt die Schlange hier raus. Wo ist die Schlange? Ich gehe mal lieber ein Stück weg. Der Typ ist nämlich irgendwie... Da ist er nicht. Lord Kragaru. Deswegen habe ich den ganzen Bereich hier geklärt. Wegen Lord Kragaru. Warum sollte ich das Mount nicht bekommen? Weil es ist eine relativ harte Questline, die du machen musst. Für das Epic Mount als Paladin auf Level 60. Und du musst halt Leute haben, die das mit dir zusammen machen. Also musst du Leute finden in Hardcore-WoW, die mit dir zusammen diese Questreihe machen. Und potenziell sterben würden dabei. Obwohl die halt nichts davon haben. Okay, das war jetzt gar nicht so hart, wie ich dachte.